Wer den 70 Meter langen Gemeinschaftsstall zu Churwalden betritt, der staunet nicht schlecht. Die schiere Grösse ist für Schweizer Strukturen ungewohnt, erst recht für ein Berggebiet. Der Gemeinschaftsstall für 144 GVE haben die Landwirte im Jahr 2006 gebaut. Beteiligt waren der Peter Hitz, der Simon Brasser und der Jörg Hagmann als Eigentümer und der Hartmann Held im Mietverhältnis. Heute, 15 Jahre später, ist einer der Gemeinschafter, der Jörg Hagmann, pensioniert. Seit dem Herbst vom vergangenen Jahr sind neu Nina Hitz mit ihrem Partner Rudi Schneider und ihrer Schwester Lena mit im Team. Der Peter Hitz sagt, dass es für ihn und für Simon Brasser wichtig war, jemanden zu finden, der ähnlich tickt. Aber was sind denn das genau für Kriterien? Ja, aber es braucht eine gewisse Grosszügigkeit, weil da kannst du natürlich nicht jeden Rappen umdrehen und machen, das geht nicht, weil dann hockt einer nur noch im Büro und auch dich geht es noch falsch. Da muss eine gewisse Toleranz muss einfach sein. Auch in Sachen Arbeiten, wenn jetzt einer halt vielleicht einmal 2 Stunden weniger geschafft hat als der andere, das darf nicht zum Thema werden. Die Toleranz muss einfach sein. Was sauber muss sein, die Kosten, die sind, Maschinen, dass nicht einfach von einer Maschine gebraucht werden, das muss sauber abgerechnet sein, aber die Arbeit, dort muss man sehr tolerant sein. Die Nina hat erklärt, warum sie sich für einen Gemeinschaftsstall entschieden haben. Wir haben natürlich auch sehr viele Träume oder Projekte im Kopf, die daheim einfach vermutlich nicht umsetzbar gewesen wären. Und wir da eigentlich die Chance gekriegt haben, damit das können vielleicht ausleben. Und ich glaube auch im Leben, wenn etwas an dich herkommt, dann musst du es nicht tot kalkulieren oder tot rechnen, sondern musst du einfach machen. Vor dem Antritt von der Nachfolge hat es manches zu klären gegeben. Ein Haken hat es nämlich gegeben mit diesen potenziellen Nachfolgerinnen. Die Hitzschwosten, früher alben angefressene Braunviehzüchterinnen, haben den Melkstuhl im Jahr 2001 an Nagel geheicht. Sie haben auf Mutterkühe und Direktvermarktung umgestellt. Ein Standbein, das auch im neuen Stall Platz haben sollte. Der Peter Hitz sagt, dass er sich zuerst hat müssen anfreunden mit dem Mutterkuh-Gedanken. Ganz so hat er sich das dann nicht vorgestellt. Aber die Landwirtinnen und die Landwirte sind sich einig geworden. Weil in einem Gemeinschaftsstall gehört es dazu, Kompromisse einzugehen. Den Gemeinschafter war es wichtig, dass die Mutterkühe gut in die bestehenden Arbeitsabläufe hineinpassen. Letztendlich haben es die Landwirtinnen und Landwirte so gelöst. Die Hitzschwosten haben einen Teil von Hagmanns Milchkühe übernommen und beteiligen sich an den Kosten für die Melchtechnik zu den gleichen Teilen wie Brasser und Hitz. Weil die Kosten, die bleiben gleich, ob jetzt 80 oder 120 Kühe gemolken werden. Und ihrer Mutterkühe haben sie dürfen im Stall unterbringen. Was die Vorteile eines Gemeinschaftsstalls angeht, findet Nina Hitz die richtigen Worte und erklärt, warum sie bei dieser Form der Zusammenarbeit dabei ist. Jeder von uns, der da ist, hat ja Stärken und man hat Schwächen. Und ich glaube, in einer Gemeinschaft kannst du viel abfangen oder auf mehreren Schultern tragen. Und ich glaube, das ist so etwas, was ganz wichtig wird für die Zukunft. Weil viele Bauernfamilien brechen unter dieser Last. Wir haben alle mal einen schlechten Tag oder es geht uns nicht gut. Aber man kann es abfangen, also man kann miteinander reden oder man kann sich austauschen. Und je nachdem, wenn du allein bist auf einem Betrieb, dann fährst du auch rumknusten. Mhm. Dann wirst du verbohrt, dann wirst du engstirnig, oder? Und dann kommunizierst du nicht mehr, du kommunizierst auch nicht mehr mit der Familie. Mhm. Und ich glaube, das ist schwierig. Und da bist du wirst wie ein bisschen gezwungen. Oder mein Rein jetzt nicht gut. Du gehst mal her und sagst, hey, was ist eigentlich los? Man kann es auf mehreren Säulen stützen. Man weiß, man ist getragen. Und wenn es mal nicht mehr geht, weiß man auch, es geht weiter. Also, wenn ich jetzt heute krank bin, dann weiss ich, sie schauen. Also, ich glaube, das sind so wichtige Punkte in Zukunft gesehen, in der Landwirtschaft, wo darum sind wir da. Mit der Pensionierung von Jörg Hagmann und dem Einstieg der Hitzschwosten in den Gemeinschaftsstall haben also innert kurzer Zeit grosse Veränderungen stattgefunden. Und weitere Veränderungen stehen kurzum an, weiss der Peter Hitz. Ich werde in 3 Jahren pensioniert und dann übernimmt der Jung. Mhm. Und ich hoffe, dass er mich noch einstellt, dass ich
so als Handlanger gleich noch ein bisschen mitlaufen hinten und die Verantwortung kann abgehen. Macht es für mich noch viel Spass, sie sich unterstützen. Der Simon Brasser sieht die Zukunft des Betriebs folgendermaßen. Also wir haben im Prinzip hier den Grundstein gelegt und jetzt sind sie gekommen, jetzt kommt der Can und jetzt geht es einfach weiter. Jetzt kommt ein Haufen Neues. Ja, wir haben eigentlich unsere Arbeit geleistet, also mehr oder weniger, aber wir machen auch mit, was sie jetzt eigentlich Neues wollen. Und dann geht es einfach weiter. Der Betrieb bleibt nicht stehen. Nur schon, dass wir jetzt auch noch Mutterkühe da haben. Also das hat unseren Betrieb sehr interessant gemacht. Dass wir eigentlich als Milchbauern auch Einblick haben bei den Mutterkühen. Und das habe ich eigentlich, ja, ich habe das eigentlich lässig gefunden, dass es das so ist. Weil jetzt ist der Betrieb ist jetzt eigentlich wieder ganz anders. Und das wird in den nächsten Jahren wird wahrscheinlich noch, ja, wird wahrscheinlich noch Haufen der Sachen kommen. Also nicht grundlegend verändert, aber einfach so ein paar neue Sachen, die den Betrieb noch interessanter machen. Zu Churwalden zu Besuch war und das Interview geführt hat Martina Rüger. Wer mehr über einen Gemeinschaftsstall erfahren will, findet den Link dazu in den Notizen dieser Sendung.